Lektion 316. Alle Gaben, die ich meinen Brüdern gebe, sind mein eigen. Ebenso wie jede Gabe, die meine Brüder geben, mein sind, so gehört auch jede Gabe, die ich gebe, mir. Jeder erlaubt es, einem vergangenen Fehler zu vergehen und keinen Schatten auf dem Heiligen Geist zu hinterlassen, den mein Vater liebt. Seine Gnade wird mir gegeben, mit jeder Gabe, die ein Bruder durch alle Zeit hindurch und gleichfalls über alle Zeit hinaus empfangen hat. Mein Schatzhaus ist gefüllt und Engel wachen über seine offenen Türen, auf dass keine Gabe verloren gehe, sondern nur noch mehr hinzugefügt werde. Lass mich dorthin kommen, wo meine Schätze sind, dort eintreten, wo ich wahrhaft willkommen und zu Hause bin, mitten unter den Gaben, die Gott mir gab. Vater, heute möchte ich deine Gaben akzeptieren. Ich erkenne sie nicht, doch vertraue ich darauf, dass du, der du sie gabst, die Mittel bereitstellen wirst, durch die ich sie erblicken und ihren Wert sehen und nur sie als das hegen kann, was ich will. Ihr seid wahrhaft gesegnete Wesen und ich bin der, den ihr als Jesus kennt. Und das Spiel des Egos geht darum, etwas zu bekommen. Es nutzt den Appetit des Körpers und das Verlangen und die Gier, die ihr anbetet, um zu versuchen, dass ihr versucht, dass ihr immer nehmt, um es zu horten und es bei euch selbst zu behalten und zu verstecken. In dem Bemühen, dass ihr das behaltet, von dem ihr glaubt, dass es euers ist. Die Wahrheit zu dem Thema ist aber, was ihr weggebt, ist das, was ihr behaltet. Das hört sich sehr komisch an, wenn ihr die Gesetze, die ihr glaubt, darauf anwendet, in eurer Welt. In der physisch-materiellen Welt scheint das tatsächlich so zu sein. Wenn du ein Stück Obst jemandem gibst, dann hast du dieses Stück Obst nicht mehr. Aber wenn ihr in die nicht physische Welt geht und ihr habt Liebe und ihr gebt sie weiter, dann wird sie euch nicht weggenommen, sondern sie wird noch verstärkt. Wenn ihr zum Beispiel Kreativität nehmt und ihr erschafft zum Beispiel schöne Kunstwerke zum Beispiel, und ihr gebt das weiter oder ihr verkauft es. Das ist völlig in Ordnung, das zu verkaufen. Aber es dehnt sich quasi von euch aus und wird in die Welt ausgesandt. Es wird ausgedehnt und eure Kreativität wird mit vielen, vielen anderen geteilt. Und es inspiriert andere und es findet die Anerkennung von anderen. Also du gibst es weg. Und jedes Mal, wenn dein Kunstwerk oder das, was du geschaffen hast, von jemand anders wertgeschätzt wird, dann erhältst du diese Wertschätzung. Also diese Idee von Ängstlichkeit ist etwas, was wir in dieser Lektion hier mal betrachten wollen. Und die Idee, dass du alles für dich selbst aufhebst, weil du Angst hast, dass du es verlierst oder dass du es bei dir behältst, dann verlierst du in Wirklichkeit die Gelegenheit, es auszudehnen. Also teil, was du hast, sei großzügig mit deinen Geschenken und versteht, dass, weil ihr alle eins seid, auch wenn es so aussieht, dass, als ob ihr getrennt werdet, das, was auch immer ihr euren Brüdern und Schwestern gebt, dass ihr das euch selbst gebt. Ihr teilt es nur mit einem Aspekt eures eigenen Geistes, der so aussieht, als ob er von euch getrennt wäre. Er ist nicht wirklich von euch getrennt. So wie es auch scheinbar so aussieht, wenn ihr jemanden Schuld auferlegt und dann denkt ihr, ihr seid sie losgeworden. Aber tatsächlich habt ihr sie vergrößert und werdet euch noch schuldiger fühlen. Also gebt das weg, was ihr behalten wollt. Teilt das, von dem ihr mehr wollt. Und ihr werdet sehen, wie euer Leben sich ausdehnt auf wundersame Weise. Ich bin der, den ihr als Jesus kennt, und ich werde morgen wieder zu euch sprechen.